komm, ultraschwere Würfen haben wir auch wieder. Wir machen jetzt einfach mal einen Versuch. Connector. Jetzt haben wir auch keine Geraden mehr. Deswegen werden wir jetzt nach vorne bauen müssen. So, die Nachzügler, was habt ihr heute Feines gemacht? Erzählt doch mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das was bringen wird, aber wir machen jetzt einfach mal das Gelenk. Hier vorne dran. Niemals so weit kommen. Der wird da unten landen, oder? Wo muss ich mit den Bomben rüberschießen? Bums, genau. Also, wir probieren es trotzdem mal aus. Wird zwar nichts bringen wahrscheinlich. Wir machen jetzt hier die Bomben oben drauf. Und die harten Gewichte. Dahin packen. Aber warte mal. Lieber auf die andere Seite. Vielleicht segelt der noch ein Stück rüber. Ja, und lass uns jetzt daneben fliegen. Komm. Okay, ich habe mich selber zerstört. Sehr gut. Ja, ich werde einfach auch so ein Katapult bauen, ne? Hey, Timo, mal keine Schätze, keine Hetze hier, ja? So, Connector. Okay, mein Connector könnte, mein Wurfarm könnte, glaube ich, ein bisschen anders werden. Wir werden es aber sehen. Kann noch mal ein bisschen rein switchen hier. Ups. So, jetzt die ultraschweren Würfel. Muss ich da was? Ne, muss ich gar nicht machen. Dann legen wir die Bombe drauf. Ja, und probieren wir unser Glück, ne? Oh nein, ist kaputt. Warum wackelt das denn so? Die haben irgendwie andere Dinger hier, ne?
keine Lust, nochmal neu zu bauen. Aber warum rumst du denn da unten? Okay, so einfach hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Lego-Steine ja noch nicht mal getroffen, richtig. Okay, ein paar Sachen sind übergeblieben. Triebwerke. Wie ein Flitzebogen, Alter. Ich hab da schon so eine geile Idee. Das machen wir. Ne, halt, stopp. Erstmal connecten. Komm mal gerade durch, ne? Funktioniert ja so gar nicht, wie ich mir das vorstelle, oder? Oh doch, das funktioniert so wie. Also je nachdem, wie das Triebwerk gleich reagiert. Ach shit, das kann ich ja wirklich nicht drehen. Wenn wir so ein Ding da gar nicht erst dran bauen. Anders. Alter. Ich mag so Zerstörungsgames, ne? Die keinen Sinn und Zweck haben eigentlich. Oh, Triebwerk steht. Vielleicht hinten noch ein bisschen mehr Gewicht drauf, damit er nach oben zieht. Wir werden es sehen. Vielleicht doch kein Gewicht. Lass mich das bitte normal machen. Weg. Oh, oh, oh. Ich dachte, er fällt. Das war falsch. Ja, das war falsch. Habe ich auch gemerkt. Dann greifen wir jetzt mal richtig an, doch. Oder muss ich auch einen Connector da ransetzen? Probieren es einmal mit und einmal ohne. Sie war zu schwer. Das konnte ich schon nicht ahnen, ne? Wie? Okay, Zug zurück hätte man wahrscheinlich machen können. Also wie gesagt, ich mag so sinnlose Games. Vielleicht ist sie auch deswegen gerade so komisch abgeschwirrt, ne? Ja, guck mal, geht doch. Alles kaputt, alles.
Wieder keine 90, oder? Geil. Nehmen wir. Raketeningenieur, oh nein. Ist mein Raketenabschutz jetzt gerade noch aufgezeichnet, oder was? Das über mir muss ich zerstören, okay. Rechts herum, Rotator. Okay. Und dann? Bombe. Ich weiß gerade nicht, was das Spiel von mir verlangt. Weil zum einen haben wir nur eine schwere Säule, die wir gerade nach oben bauen können. Oh doch, ich habe eine Idee. Die bauen wir schön mittig. Brauchen wir die? Wir haben nur eine Bombe. Ich weiß nicht, wofür die Rotatoren da sein sollen. Ist egal. Das klappt gar nicht, ne? Kann gar nicht da unten ansetzen. Schiede, was machen wir denn da? Bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, aber das werden wir ausprobieren müssen. Reißen wir bestimmt die ganzen Dinger kaputt, ne? Und eine Bombe! Die setzen wir einfach mal schön mittig. Ich hoffe, die fällt nicht runter bei unserem Flugversuch. Guck mal. Gleich können wir starten. Hauptsache, die drehen nicht gleich, wenn wir, ne, losfliegen. Also ich könnte die auch selber drehen, aber die sind ja fast fertig jetzt, ne? Okay, die bleiben aber nicht gerade stehen. Das ist nicht gut. Ja, ob das so gerade ist, ich weiß ja nicht. Ich glaube, die tarieren sich leicht aus, ne? Pass auf, wir lassen das so. Zünde und dann legen wir los, ne? Perfekt, Mann. Da flog's unsere Rakete. Ich finde die Grafik auch ziemlich geil. Komm, das waren jetzt 100%, oder?